Niemand will gerne Geld verschwenden und lieber viel zur Seite legen. Mit diesen Lifehacks bekommt ihr es einfach hin. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr aus euren Haushaltsgegenständen neue Moderne zaubern könnt. Ein Deo-Stick hat eine sehr nervige Tendenz. Es geht schnell leer. Wir zeigen, wie ihr ihn noch verwenden könnt. Wir brauchen einen leeren Lippenstift. Dreht den Deo-Stick um und stellt ihn für etwa 15 Sekunden in die Mikrowelle. Dann öffnen wir den Deo-Stick vorsichtig. Der Inhalt ist geschmolzen und tropft in den Deckel. Gießt dann die geschmolzene Flüssigkeit in den Lippenstift. Schließt ihn und lasst es im Kühlschrank abkühlen, bis es wieder vollständig fest wird. Jetzt haben wir eine kleine Version vom alten Deo. Das Kissen hat Flecken und die Kissenbezüge sind langweilig. Lasst uns ein originelles und farbenfrohes Stück ohne einen einzigen Stich machen. Ihr braucht ein altes bedrucktes T-Shirt. Markiert die Größe des Kissens auf dem T-Shirt mit jeweils 5 bis 7 cm von jeder Seite des Kissens und schneidet es aus. Und macht noch einige Schnitte um den Umfang. Legt das Kissen zwischen die Beinstoffstücke und verbindet sie zusammen mit einigen Streifen. Unser stilvolles Kissen ist fertig. Na dann, schöne Träume! Jetzt machen wir aus einem alten T-Shirt eine Einkaufstasche ohne Fäden und Nadeln. Schneidet den Halsschnitt und die Ärmel des T-Shirts ab. Das sind die Griffe für unsere Tasche. Macht einen fransigen Bogen am Hemd. Beginnt dann den Bogen des Beutels zu bilden und bildet die Streifen paarweise. Das ist eine wahre Öko-Tasche. So brauchen wir keine Tasche mehr für die Lebensmittel. Ihr wollt duschen, aber der Duschschlauch ist undicht? Lauft noch nicht zum Laden. Mit unserem nächsten Hack könnt ihr euch Zeit und Geld sparen. Ihr braucht einen Ballon und schneidet ihn ab. Nehmt den Duschkopf ab, legt den elastischen Hals auf die Fäden und legt den Duschkopf wieder an seinen Platz. Schaltet die Dusche ein und testet. Es funktioniert. Das Wasser tropft nicht mehr. Der Ballonhals macht einen schönen Verschluss. Ihr braucht noch einen Ballon. Wir werden nämlich eine Düse für den Wasserhahn machen. Schneidet den oberen Teil des Ballons ab und zieht es am Ende des Wasserhahns über. Eine sehr praktische Düse zum Reinigen der Spüle. Alte Tischtennisbälle bekommen oft Dellen. Das bedeutet aber nicht, dass das Spiel vorbei ist. Ihr braucht sehr heißes Wasser. Seid aber vorsichtig. Legt den Ball hinein. Taucht den Ball mit einem Löffel vollständig in das Wasser. Die Hitze des Wassers lässt die Luft im Inneren des Balls expandieren. Und die Dellen auf dem Plastik verschwinden direkt vor unseren Augen. Lasst uns schnell unsere Schläger holen. Ist die flüssige Seife leer? Werft den Plastikspender noch nicht weg. In unserem nächsten Lifehack zeigen wir, wie wir gewöhnliche Seife in flüssige Seife verwandeln werden. Holt euch eine Reibe und raspelt die Seife. Es sieht aus wie Kokosraspeln. Schade, dass es nicht essbar ist. Die Späne geben wir dann in einen Glasbehälter und fügen noch ein paar Tassen Wasser hinzu. Mischt gründlich die Seife und das Wasser und gebt die Mischung dann für etwa 5 Minuten in die Mikrowelle. Die Flüssigseife ist fertig. Befüllt den Spender damit. Schaut, wie die Seife schäumt. Was für ein schönes Bild. Lasst es uns an der Wand hängen. Aber wie? Wir haben keinen Haken. Wir brauchen einfach den Clip von einer Pepsi-Dose. Befestigt dann den Clip mit Heißkleber an den Rahmen. Da ist unser Rahmen. Ein super Ergebnis. Was kann man mit diesem bunten Strohhalm machen? Wie wär's mit einem Rahmen für Bilder? Wir brauchen zwei Strohhalme. Schneidet die Strohhalme auf die Breite des Bildes ab. Schneidet jeden Strohhalm der Länge nach und legt das Bild dazwischen. Zieht jetzt eine hübsche Schnur durch eine der Strohhalme. Ihr könnt einen Rahmen in jeder gewünschten Farbe machen. Seid kreativ! Nachdem wir einen Nagel entfernt haben, hat die weiße Wand ein hässliches Loch. Wie können wir das beheben? Wir brauchen weiße Zahnpasta. Drückt eine kleine Menge Zahnpasta aus der Tube und schmiert damit das Loch zu. Mit einer Plastikkarte entfernen wir die überschüssige Pasta von der Wand. Lasst dann die Zahnpasta trocknen. Voilà!
Ein Tacker kann uns dabei helfen, die Isolierung zu entfernen. Legt das Ende in den Tacker. Haltet dann den Tacker fest und zieht die Isolierung weg. Eine Sekunde und die Isolierung ist weg. Normalerweise kommt das Netz, wo Früchte drin waren, sofort in den Müll. Aber nicht dieses Mal. Rollt das Netz vorsichtig zu einer Donutform und bindet einen Zopf. Formt es zu einem Dutt und fixiert es noch mit Haarnadeln. Eine sehr elegante Frisur. Oder ihr könnt das Netz benutzen, um das Geschirr zu waschen. Das Kerzenwachs hat gerade euren Tisch ruiniert. Keine Sorge. Unser nächster Hack wird helfen, diese Wachsflecken loszuwerden. Nehmt ein weißes Papiertuch und legt es auf den Fleck. Legt dann ein Bügeleisen darüber. Das Wachs wird wegen der Hitze schmelzen. Der Tisch ist perfekt, als ob nichts passiert wäre. Wer würde Nein zu einem leckeren Cupcake oder Muffin sagen? Aber mit ein paar Backbechern ist es schwer, eine große Party zu organisieren. Kauft nicht gleich neue. Wir brauchen nur etwas Backpapier. Schneidet ein paar Kreise aus und befeuchtet dann das Papier mit Wasser. Legt das nasse Papier in eine Metallform. Formt es so zu einer Muffin- oder Cupcake-Form. Drückt das Papier mit einer zweiten Form herunter. Und dann lasst das Backpapier trocknen. Nehmt es heraus und freut euch. Wir haben ziemlich ordentliche Backförmchen gemacht. Jetzt haben wir genug für unsere Freunde. Wollt ihr, dass euer Obst oder Gemüse länger frisch bleibt? Wir zeigen euch wie. Wir schneiden eine Gurke in Scheiben und schmeißt das Ende nicht weg. Deckt die Gurke mit dem Ende ab und fixiert es noch mit einem Zahnstocher. Macht das gleiche mit der Limone. So bleibt Obst und Gemüse länger frisch. Im nächsten Hack zeigen wir, wie ihr eine Getränkedose wiederverwenden könnt, um Gemüse für euren Salat zu schälen. Ihr braucht eine leere Getränkedose. Schneidet die Oberseite mit einem Cuttermesser ab. So haben wir einen Schäler für unser Gemüse. Und wie funktioniert es? Legt einfach das Supermesser gegen die Gurkenoberfläche und drückt es an die Schale und zieht es nach unten. So kann man auch super einen Apfel schälen. Aber seid vorsichtig! Schneidet euch nicht. Die Kanten der Dosen sind sehr scharf. Was haben Spaghetti und Käse mit einer Getränkedose gemeinsam? Für diesen Hack werden wir eine leere Getränkedose und eine Ahle verwenden. Schneidet die Oberseite der Dose ab. Dann braucht ihr eine Ahle und macht Löcher auf einer Seite. Nehmt jetzt den Käse und wir haben eine Reibe. Cool, oder? Diese Reibe erledigt die Arbeit genauso gut. Jetzt könnt ihr immer leckeren geriebenen Käse für Pasta oder Pizza machen. Eure Strumpfhose ist zerrissen? Ärgerlich, aber nicht so schlimm. Vor allem, wenn ihr unseren nächsten Hack kennt. Nehmt eine Strumpfhose und einen Kleiderbügel. Zieht die Strumpfhose an den Kleiderbügel. Wann haben wir wohl zuletzt unsere Heizung gereinigt? Der flache Kleiderbügel geht leicht zwischen der Wand und der Heizung. So können wir auch die schmalsten Orte reinigen. Sogar ein teurer Pullover bekommt irgendwann Fusseln. Heute zeigen wir euch zwei weitere nützliche Lifehacks. Ihr braucht einen flachen Haarkamm. Und kämmt so gut es geht die Flusen weg. Sie bleiben auf dem Kamm. So sieht unser Pullover wieder wie neu aus. Oder wir können einen Pullover mit einem Epilierer benutzen. Wir brauchen einen elektrischen Epilierer. Legt ihn auf den Pullover, um alle Flusen loszuwerden. Keine Schuhcreme mehr da? Keine Panik! Wenn ihr wollt, dass eure Schuhe wieder glänzen, könnt ihr eine Banane verwenden. Insbesondere eine Bananenschale. Reibt die Oberfläche des Schuhs mit dem inneren Teil der Bananenschale ein und poliert es so. Euer alter Silberschmuck ist dunkel? Etwas Lippenstift hilft, dieses Problem zu lösen. Tragt Lippenstift großzügig auf die Oberseite des Schmucks auf und es glänzt wieder wie neu. Haben euch unsere Lifehacks gefallen? Wenn ja, schreibt uns, welche ihr am besten fandet. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Drückt auch auf die Glocke,
damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.